Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic. Der Albtraum eines jeden Bahnmitarbeiters, eine Kurve, die nicht getestet wurde. Und weil das der Albtraum eines jeden Bahnmitarbeiters ist, würde ich sagen, gehen wir mal in den Zug und testen die Kurve, ob sie funktioniert oder ob sie vielleicht auch nicht funktioniert. Gut, der zweite Albtraum eines jeden Bahnmitarbeiters sind, glaube ich, Klimaanlagen, die nicht funktionieren und dazu führen, dass die Leute Amok laufen im Zug. Das ist der andere Albtraum eines jeden Bahnmitarbeiters. So, dann geben wir mal Gas. Sagt man das eigentlich beim Zug so? Gas geben? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt fahre ich in die Kurve. Oh, guckt mal, das geht besser. Das geht definitiv besser. Jawohl, es funktioniert! Sogar mit recht hoher Geschwindigkeit geht das. Das ist super! Wir haben das Problem mit der Kurve gelöst. Ich fahre nochmal ein bisschen Fullspeed rein. Guckt euch das an! Es funktioniert! Man kann durchfahren, vernünftig, ohne dass der Zug rausspringt. Und es leckt nicht mal. Es leckt nicht mal. Wie geil ist das denn? Es leckt nicht mal. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt den hinteren Wagen noch mit ankoppel, ob es dann immer noch nicht leckt. Aber ich würde sagen, ich möchte mir jetzt dieses Erfolgserlebnis gerade nicht versauen, indem ich jetzt den Wagen da noch ankoppel. Ich möchte das jetzt erstmal genießen. Ich möchte jetzt auf Wolke 7 schweben und mit dieser Euphorie möchte ich jetzt diese Schiene oder diese Kurve so weiterbauen, ja, und das einfach nur genießen gerade. Das ist einfach nur geil. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert, dass ich das noch erleben darf. Dass ich das noch erleben darf, ey. Das ist der Knaller. Es ist der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn ist das. So. Jetzt ziehen wir wieder 4 mal 16 am nächsten Kurvensegment auf. Habe ich jetzt 3-mal oder 4-mal genommen? Ich habe jetzt 4-mal genommen. Das war 4-mal. Ihr habt mitgezählt, das war 4-mal. Das war 4-mal. Alle haben mitgezählt. Alle haben sie es gesehen. Alle haben sie mitgezählt. Meine Zuschauer sind doch aufmerksam. Ist das live? Ja. Also, das ist Ansichtssache. Sagen wir es so. Also, wenn ihr das dann nachher als YouTube-Video, als Folge seht, ist es natürlich nicht mehr live, ne? Das ist klar. Aber wenn ihr das jetzt in diesem Augenblick seht, dann ist es live. Ja, also wenn da kein Intro davor ist und wenn da kein Schnitt kommt irgendwo, dann ist es live. Live ist live. Na, 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 na. So. Was wollte ich jetzt genau? Ich wollte Controller setzen. Da. So. Oh Gott, ich hatte schon gedacht, für einen kurzen Moment habe ich gedacht, ich habe die Bearing vergessen. Das wäre es jetzt gewesen. Okay. Hätte ich wieder schweißen müssen. Achtung! Wir brauchen jetzt 30 Grad. Jawohl! Witzig. So. Das passt. Das passt sogar sehr gut. Jetzt brauchen wir hier wieder den Balken nach drüben und der muss natürlich wieder unterhalb ansetzen. Unten, also so unten, auf dem Boden aufliegend unten. Und hier bis ganz nach drüben gehen. Und 2 Blöcke hoch. Und rüber, 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 rüber. Rüber, 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 rüber. Rüber, 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 rüber. Rüber, 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 rüber. Bah. So. Jetzt müssen wir noch irgendwie stützen hier das Ganze. Das ist gerade ein bisschen sehr tief unten. Moment. Warum sind die anderen nicht so tief eingesunken, die anderen Schienen? Das verstehe ich gerade nicht. Das ist seltsam. Das ist sehr seltsam. Wieso? Wartet mal. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das machen wir anders. Das machen wir anders. Wir trennen jetzt hier nochmal den Part ab. Und den Part ganz radikal, den trennen wir jetzt auch ab. So.
Und jetzt ist die große Frage. Wir müssen jetzt mal gucken. Ich setze jetzt mal dieses Teil hier auf den Lift. So. Und jetzt machen wir das mal so. Wir bauen jetzt das Ganze so. Und so. Genau. Jetzt löschen wir das weg. Und wir schweißen das Ganze mit dem Schweißen-Tool hier ran. Warum geht denn das jetzt nicht? Das muss doch gehen. Moment, wenn ich den Schweißen an. Ach so, weil das Teil im Weg liegt wahrscheinlich, ne? Wartet mal, wir nehmen das mal nach drüben ein Stück. So, und jetzt probieren wir es nochmal. Vielleicht auch mit einem höheren Schweißpunkt einfach. Warum geht das nicht? Weil es hier auch noch nach unten hängt, oder was? Es muss eigentlich gehen. Das ist eigentlich alles austariert. Okay, wartet mal, wartet mal. Löschen wir das halt einfach nochmal weg. Ein bisschen. Probieren es einfach nochmal. Das muss gehen, komm. Warum geht das nicht? Verstehe ich nicht. Wieso will sich das da jetzt nicht dran schweißen lassen? Ich wette mit euch, wenn ich diesen Balken hier wegnehme, dann wird es gehen mit dem Schweißen. Bestimmt geht das dann. Bestimmt geht das dann. Mit Sicherheit geht das dann. Achso, ich sollte es vielleicht doch mal anwählen. So. Ey, das gibt's nicht. Okay, ich wusste es. Ich wusste, dass es dann gehen muss. Es war so klar, dass es dann gehen muss. Es war offensichtlich, dass es so gehen muss. Dann habe ich jetzt aber noch eine Idee. Moment, wir machen das jetzt so. Und jetzt gucke ich nach hier. So, genau. Jetzt bauen wir hier einfach mal so eine Reihe Blöcke auf. Und jetzt schmeißen wir nochmal. Das muss jetzt gehen. Das muss gehen jetzt. Das muss so funktionieren. Ja. Wunderschön. Und es fällt nicht runter. Ist es nicht herrlich? Ist es nicht einfach entzückend? So. Genau, wir machen das trotzdem jetzt aber genau so. Wir hängen das jetzt hier nach unten. Genau, jetzt können wir nämlich die Stütze bauen. So habe ich mir das nämlich auch gedacht. Jetzt können wir den Scheiß hier wegmachen. So. Alles klar, weil das ist wichtig. Die dürfen nicht hier irgendwie nach unten hängen oder so. Die müssen schon ordentlich aufliegen. Und die ganze Sache hier, die können wir auch wieder anschweißen jetzt. Wunderschön. Hier noch ein Block. Dann ist das auch verbunden. So passt das zusammen. Genau. Wunderbar, wunderbar, wunderschön. Hier noch ein Stück Kufe dazu. Hier auch noch. Oh, jetzt habe ich sie. Moment, das machen wir wieder weg. Das ist ein bisschen zu viel Abstand dann. So. Und ich brauche noch eine Stabilisierung von der Seite. Die muss fest sein. So, genau. Ja, Moment, die muss noch ein bisschen näher an den Block ran. So ist es besser. Genau. Damit die Schiene nicht weggedrückt wird, wenn da der Zug durchfährt. So. Perfekte Mente. Fehlen ja nur noch. Wir haben jetzt drei. Sieben. Sieben von diesen Scheißdingern fehlen noch. Okay. Dauert ja überhaupt nicht lange. Dauert ja überhaupt nicht lange. Also Moment, dann machen wir hier jetzt wieder eine Bearing. Dahin. Drei Blöcke nach oben. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen fixer zu machen. Oh Gott. Da versage ich schon bei den elementarsten Dingen. So. 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 Und einen Controller. So. Controller andengeln. Und wir brauchen hier jetzt 40 Grad. 40. Haha. Wunderschön.
Ja, die Kurve, die kann sich schon sehen lassen. So langsam, aber sicher kann sie sich sehen lassen. So, jetzt müssen wir wieder denselben Quatsch machen, den wir schon mal gemacht haben. Wir müssen hier jetzt diese Blockreihe durchziehen, damit die Schiene oben hängt und nicht nach unten sackt. So. Und so. So, und jetzt gehen wir einfach wieder. Ich nehme mal jetzt. Ja doch, ich muss eigentlich 4 nehmen jetzt. 4 mal 16. 4 mal 16 Blöcke aufziehen und dann am anderen Ende ungefähr 4 wegnehmen, ne? Damit es wieder so hinkommt, so ungefähr. So viele muss ich jetzt wegnehmen, genau. Sonst ist das, glaube ich, nicht. Sonst passt das nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt auch 4 mal 16 genommen. Das ist 1 mal 16. 2 mal 16. 3 mal 16. Genau, 4 mal 16 minus 4. Alles klar. Passt, 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 passt. Wunderschön, wunderschön. Und nun. Ah ja, genau. Jetzt müssen wir hier wieder den Stützbalken einfügen. Das machen wir so. Und dann gehen wir nach oben. Und zur Seite. Genau. Das passt hoffentlich dann auch. Ja, das sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Wunderschön. Jawohl. So muss es sein. Hier löschen wir einen raus. Gehen nach unten. Zur Seite. Und dann wird er angehoben. Genau so muss das sein. So ist das richtig. So ist das fein. So muss das sein. Das haut voll rein. Yep. Spielbär, wieso baust du nicht einen Transformer? Weil ich gerade einen Zug baue und das Dropship aus Aliens. Also ich bin eigentlich gerade mit Projekten schon gut ausgelastet. Wenn ich nämlich zu viel anfange, dann dauert das ewig, bis ich mal mit einem Projekt fertig bin oder was erreiche. Weil ich ja nicht mehr Folgen dadurch machen kann, weil ich mehr Projekte anfange. Die Zeit wird ja nicht mehr dadurch, dass ich mehr verschiedene Projekte anfange. Und ja, das möchte ich möglichst vermeiden. Ich möchte schon, dass man einen Fortschritt sieht. Ja, also bei den Projekten. Und wenn ich jetzt noch einen Transformer anfange, dann kann ich da auch noch 3 Jahre dran bauen und komme nicht voran dann bei allen Sachen. Und das möchte ich verhindern. Deswegen gibt es noch keinen Transformer. Vielleicht mal irgendwann. Irgendwann vielleicht mal. So. Einen Transformer zu bauen ist schwierig. Das kommt auch noch dazu, ja. Das ist das andere Ding. Wobei es eine interessante Herausforderung wäre. So, jetzt probiere ich nochmal die Kurve nochmal aus. Jetzt sind ja noch ein paar Segmente dazugekommen. Also um genau zu sein, 2 Segmente sind dazugekommen. Und die Kurve sieht schon kurviger aus. Also hat schon mehr was von so einer richtigen Bahnkurve. Bin mal gespannt, ob das jetzt noch performant läuft oder ob wir jetzt schon wieder den Punkt erreicht haben, an dem es schon wieder nicht mehr funktioniert. Ich bin sehr gespannt. So. Jetzt testen wir das. Schade, dass ich nicht noch weiter rauszoomen kann. Mit Volldampf. Juhu. Oh, da hat's gehubbelt. Was ist da los? Okay, da hubbelt's ein bisschen. Warum auch immer. Aber es geht trotzdem noch. Es geht noch. Man kann auch durchfahren mit voller Geschwindigkeit, ohne dass irgendwas passiert. An einer Stelle hat er... Oh, nee, da hinten hat sich's verdreht. Da ist was passiert. Guckt mal. Aber er... Na, springt das Rad wieder rein? Springt es wieder in... Es ist wieder reingesprungen. Okay. Ja, gut. Kann man auch mal so machen. Aber irgendwie, irgendwas ist noch nicht ganz optimal. Aber es ist besser als vorher auf jeden Fall. Also es läuft immer noch gut. Auch wenn man hier durch alle Segmente durchfährt. Und ja, das ist die Hauptsache. Aber irgendwas ist hier gesprungen irgendwo. Irgendwo hat er hier einen Haken gemacht. Hier, glaube ich, war das. Ich glaube, hier war das. Irgendwas ist hier... Ich muss vielleicht an der anderen Seite die Kufen doch noch ein bisschen höher ziehen. Das können wir ja mal machen, spaßenshalber. Wenn wir gerade hier sind. Ne? Wo wir gerade mal da sind, können wir das mal gerade machen. So... So.
Also ich muss ja sagen, dieses Zugprojekt ist ja das komplexeste, was ich bis jetzt wirklich gebaut habe. So rein vom Funktionsstand her und was man alles beachten muss und wie man auch die FPS in die Kalkulation mit einbeziehen muss, damit das Ganze funktioniert und so. Und ich sag's mal so, wenn ich das wirklich so hinkriege, dass es halt halbwegs aussieht wie ein Zug und auch halbwegs so funktioniert, dann bin ich wirklich auch schon stolz drauf. Dann gibt's kaum noch was, wo ich sagen würde, das kann dem Ganzen noch einen draufsetzen. Also da muss ich wirklich sagen, das wäre so für mich das höchste aller Gefühle, wenn wir diesen Zug so optimieren, dass er wirklich rumfahren kann, dass wir auch vielleicht Weichen mal einbauen an einer Stelle in die Strecke. Und wenn das Spiel vielleicht irgendwann mal so diese paar Prozente Performance mehr freigibt, dass man auch die Wagen alle anhängen kann und dass man da auch wirklich noch ein paar Funktionen mit hinzufügen kann in den Zug, dann wird das einfach der Wahnsinn. Dann ist das einfach mein Lieblingsprojekt zurzeit. Das muss man wirklich mal sagen. Es ist einfach mein Lieblingsprojekt. Huch, das war ein Fehler. So, alles gut. Jetzt fahren wir nochmal. Mit Volldampf nochmal. Jetzt gucke ich mal von der anderen Seite. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Jawohl, es funktioniert. Und hinten passiert jetzt auch nichts mehr. Guckt mal, jetzt rüttelt es hinten auch nicht mehr durcheinander, die Räder. Sieht gut aus. Nice. Und wir sind durchgekommen ohne allzu große FPS-Schwierigkeiten. Und das zeigt eben wieder, das ist wieder, ne, meine FPS-Theorie. Als wir die Kurve zum ersten Mal gebaut haben, bestand die im Grunde genommen aus einem zusammenhängenden großen Objekt mit 6 Bearings und hat geleckt wie Sau. Genau wegen aus diesem Grund, weil wir es genau so gebaut haben. Jetzt sind es unabhängige Objekte, voneinander unabhängige Objekte mit jeweils nur einer Bearing. Und sofort ist die Performance besser. Das ist einfach der Knaller. Ja, wie so Kleinigkeiten in der Konstruktion, in der Bauweise dazu führen, dass das Ganze plötzlich wieder flüssiger läuft und besser zu handeln ist. Das muss man halt wirklich alles beachten. Das ist beim Bauen das A und O mit, huch, das wollte ich da gar nicht hinsetzen, dass man das beachtet, wie performant eine bestimmte Konstruktion dann am Ende auch ist, weil sie sonst nicht mehr funktioniert. Ja, das ist wirklich so. Kann ich auch jedem nur empfehlen, dann vielleicht nochmal bestimmte Sachen zu korrigieren, wenn man merkt, dass es nicht performant läuft. Und ich muss sagen, ich bin jetzt gerade schon auch so zufrieden wieder, dass ich an der Stelle jetzt die Folge beende, bevor ich jetzt hier die Kurve weiterbaue. Wir sind ja auch quasi fast am Ende, sage ich mal. Wir haben ja nur noch die Hälfte der Kurve zu bauen. Es ist ja nur noch die Hälfte, bis wir bei 90 Grad angekommen sind. Ich möchte schon eine 90 Grad Kurve haben, auf jeden Fall. Aber das machen wir jetzt nicht, das machen wir in der nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao.